mal, wir wollen euch jetzt einmal zeigen, wie man mit den Kindern zusammen ordentlich die Hände wäscht, sodass keine Viren mehr auf den Händen sind. Könnt ihr immer gut anwenden, wenn ihr vom Einkaufen oder vom Spielplatz wieder nach Hause kommt. Und zwar, die Viren sind jetzt mal der Glitzer. Den seht ihr jetzt gleich. Die haben verschiedene Farben. Genau, und die werden jetzt erstmal fleißig in den Händen verteilt. Obendrauf natürlich auch, damit man sieht, wo sind denn überall die Viren so unterwegs auf unserer Hand. Jetzt probieren wir natürlich als erstes die Viren ganz normal mit einem Tuch oder Handtuch abzubekommen. Da sieht man, das funktioniert nur so mäßig. Mehr als die Hälfte klebt definitiv noch dran. Dann probieren wir das Ganze einfach mal mit klarem Wasser. Auch da sieht man, die Viren sind überall noch dran. Deswegen ganz wichtig, wir brauchen ganz normale handelsübliche Seife. Und damit wird jetzt so lange gewaschen, bis wir keine Viren mehr auf den Händen sehen. Ihr könnt natürlich auch, wie es im Internet gesagt wird, gerne noch zweimal Happy Birthday dazu singen. Aber für eure Kinder ist es einfacher, wenn sie so lange die Hände waschen, bis sie wirklich keinen Glitzer mehr auf ihren Händen sehen. Das dauert jetzt natürlich eine Weile. So, nach dem Waschgang können wir einmal den Test machen. Das können eure Kinder auch gut selbst machen. Sie können gucken, ob sie noch irgendwo Glitzer bzw. die Viren sehen. Wir sehen, das ist nicht der Fall. Alle Viren sind abgespült. Wir wünschen euch eine wunderschöne Woche.